Hallo, moin, willkommen beim Mobitest. Hier ist Markus und willkommen zu einem neuen Unboxing und einer Ersteinrichtung eines Gerätes, auf das ich mich total freue, welches falsch rumliegt. Das Galaxy Z Flip 4. Das Galaxy Z Flip 3 habe ich bereits getestet. Testbericht ist unten verlinkt. Und jetzt wollen wir uns das 4er mal anschauen. Ich hoffe, dass Samsung bei dem Gerät noch weiter in die richtige Richtung gegangen ist. Was ich damit meine, kann ich jetzt gleich während des Unboxings erklären. Das Z3, welches ich einen Monat lang nutzen durfte, danke an Cyberport, die uns auch dieses Gerät zur Verfügung gestellt haben, war schon für ein Club-Handy, für ein Club-Smartphone, für ein Clamshell ein Gerät, was in die richtige Richtung ging. Ich bin immer wieder begeistert. Was haben wir da mitgeliefert? Samsung typisch. Viele, viele Papiere. USB-C auf USB-C. Netzstecker ist nicht dabei. Hier oben haben wir das SIM-Kartenentnahmetool. Wie gesagt, die Version 3 war aus meiner Sicht schon komplett alltagstauglich. Das Einzige, was mir dort nicht ganz so gut gefallen hat, war die Kamera. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, ob die Kamera hier beim 4er, beim Nachfolger besser ist. Dieser eine Moment, ihr wisst schon, wenn man diese packen, wenn man dieses... Wir werden uns das Gerät gleich mal in aller Ruhe anschauen und dann die Ersteinrichtung starten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie groß das Display dieses Gerätes ist. Hier können wir mal uns den Hinge näher anschauen. Oh, das ist... Kann das weiter mit einer Hand öffnen? Ich bin ein großer Fan dieser Clamshell-Geräte. Wir sehen, wir haben hier den Fingerabdrucksensor im Gerät, also im Ein-Ausschalt-Button. Das funktioniert hervorragend. Das hat mein Zenfone 9 auch. Das hatte auch der Vorgänger. Ich bin ein großer Freund davon. Das gefällt mir viel besser als Fingerabdrucksensor im Display. Und wenn man das aufklappt, sieht man, dass das Display hier im Vergleich zu meinem ein großes Display. Und das Gerät liegt auch gerade auf dem Tisch. Also hier wackelt und klappert nichts. Und das ist auch ein größeres Display als zum Beispiel beim 6,55 Zoll großen Nothing Phone. Es ist auch deutlich flacher. Dann starten wir jetzt zunächst einmal. Schauen uns das Gerät noch mal genauer an. Wir haben an der Unterseite den USB-C-Anschluss. Wir haben ein Lautsprechergitter. Wir haben zwei Mikrofoneinausgänge. Die linke Gehäuseseite. Da haben wir hier, wie man sieht, den SIM-Kartenschacht. Der befindet sich dort. An der Oberseite haben wir so gut wie nichts. Auf der rechten Seite die Lautstärkewippe. Vielleicht ein bisschen zu hoch angebracht, aber wahrscheinlich, ja, die befindet sich hier oben. Wahrscheinlich ist das anders nicht möglich. Und wenn es zusammengeklappt ist, ist das eh irrelevant. Und ihr seht schon, wie unglaublich gut dieses Gerät in der Hand liegt. Ja, SIM-Karte rein und los, oder? Ah, ihr seht, hier befindet sich eine kleine Gummilippe.
Samsung hat das wirklich geschafft, das Gerät einer IP-Zertifizierung zu unterziehen. Deutschland wählen wir aus, selbstverständlich. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ist, das sieht man jetzt auf den ersten Blick, das Display ist wirklich gut. Es ist übrigens, wenn ihr glatt drauf schaut, also wenn ihr das Gerät so haltet wie normalerweise, ist es nicht zu sehen, ob sich in der Mitte ein Falz befindet oder nicht. Wenn ihr so ein bisschen schräg drauf schaut, zum Beispiel vielleicht aus dem Angle, dann ist das durchaus zu sehen. Aber es fällt in der täglichen Nutzung überhaupt nicht auf. Nein, ich stimme nicht allem zu. WLAN ist verbunden. Telefon neu starten. Das habe ich erstaunlicherweise, das habe ich bisher bei noch keinem Android gehabt, dass man das nach der WLAN-Einrichtung neu starten muss. Auch hier fährt Samsung mit dieser Smart Switch-Geschichte wieder einen eigenen Weg. Eigentlich können wir Android-Geräte mittlerweile komplett ohne diesen Quatsch aus drahtlos. Jetzt muss ich mir hier wieder diese Samsung-App installieren. Das ist etwas, das nervt mich bei Samsung, dass das nicht ohne geht. Es geht mittlerweile bei allen anderen Herstellern. Ob es jetzt ein Xiaomi ist, ob es ein OnePlus ist, ob es ein Asus ist, wo auch immer, geht das ohne zusätzliche App von Samsung. Nur bei Samsung benötige ich diese zusätzliche App. Ich finde das nervig. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass sich auf dem Galaxy Flip eine Schutzfolie befindet. Die solltet ihr auf jeden Fall drauf lassen, denn diese Schutzfolie ist integraler Bestandteil des Displays. Wenn ihr die abnehmt, dann wird euer Gerät nicht mehr funktionieren. Nebenbei, ohne diese Smart Switch-Geschichte, also das Einrichten eines Android-Smartphones von Android auf Android oder von iPhone auf iPhone, funktioniert ohne diese Samsung-Geschichte deutlich sinnvoller und deutlich besser. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo wir beim Standard Android sind. Ich weiß jetzt nicht, was daran besser ist. Fingerabdrücke. Ja. Also doch kurz einen Pin anlegen. So, Fingerabdrucksensor im Ein-Ausschalter. Ich finde das total gut. Und ihr seht auch, dass das wirklich schnell funktioniert. Ich finde das deutlich besser als zum Beispiel in einem Display. Ich möchte noch einen weiteren hinzufügen, und zwar, seht ihr, die Fingerabdrucksensor im Ein-Ausschalter funktionieren schneller und sind einfach besser zu greifen. Mein Asus Zenfone hat das, am Testbericht unten, das Sony Xperia 5 hat das, Testbericht unten verlinkt, könnt ihr euch gerne anschauen. Würde mich freuen, ich würde mich auch über ein Abo freuen.
dieses Kanals. Ja, natürlich stimme ich zu. Ich stimme zu. Das, was ihr hier seht, ist übrigens das Nothing Phone One. Da habe ich einige Videos zu gemacht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich dort mal mit meinem Google-Account bei Samsung angemeldet war. Auch hier, das ist das ist jetzt wichtig für alle, die sich ein Z Flip holen. Es gibt hier einige Dinge, die ihr beachten müsst. Das Drücken mit harten oder scharfen Gegenständen wie einem Stift oder Fingernagel gegen den Bildschirm kann zu Beschädigungen und Kratzern führen. Stell sicher, dass es ist, wenn dir es in der Tasche steckt, wichtig, dass dort kein Schlüssel oder Geld sich drin befindet. Hartgeld, das kann das Display beschädigen. Das Gerät ist nicht gegen Staub geschützt, damit ist zum Beispiel Sand gemeint. Sand kann den Mechanismus drin beschädigen. Es ist wassergeschützt, IPX8. Das ist sehr witzig, dass Samsung es wirklich hinbekommt, so ein Telefon wasserdicht zu machen. Allerdings Wasser, Süßwasser, zum Beispiel Salzwasser oder Alkohol. Nein, entferne auf keinen Fall die Schutzfolie, die sich hier drauf befindet. Es ist ein integraler Bestandteil des Displays. Und das ist aber ein Punkt, der gilt für alle. Dieses Gerät beinhaltet Magnete, also Kreditkarten und so weiter, davon weghalten. Dieses Telefon besitzt starke Magnete. Die befinden sich hier und hier, um, wenn ihr das Gerät zusammenklappt, dafür zu sorgen, dass es auch zusammengeklappt bleibt. So, ich bin jetzt startklar. Tschüss, Nothing Phone. Hallo, Galaxy. Jetzt werden noch meine Apps hinzugefügt. Organisiert. Die Einrichtung wird abgeschlossen. Ich werde natürlich noch ein extra Video machen, wo ich genau hier drauf eingehe, auf all die Features, die dieses Gerät bietet. Als erstes natürlich in den Play Store gucken, welche Updates gibt es hier. Updates müssen noch installiert werden. Das machen wir dann jetzt in aller Ruhe. Danach richten wir das Gerät mal ein. Schauen wir mal hier oben nach. Schauen wir mal nach, ob es ein Update gibt. Was haben wir hier? Software-Update. Oh je! 1,5 Gigabyte. Jo. Worauf sind wir denn derzeit unterwegs? Wir sind auf Android 12 unterwegs und One UI 4.1.1. Das erklärt natürlich auch, warum wir hier ein Update über 1,5 Gigabyte haben. Das heißt, wir bekommen jetzt Android 13 und die One UI 5.0. Das heißt, ich will mich hier jetzt gerade gar nicht weiter aufhalten, sondern jetzt werde ich einfach mal das Update installieren und dann gucken, was es alles so mit sich bringt. Und das wird dann aber Thema eines weiteren Videos sein. Nebenbei, das Display ist echt gut. Das Display ist echt gut. Also, vielen Dank
Bis hierher, vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen wir uns das Gerät nochmal aus der Nähe an. Es wird relativ warm beim Einrichten, stelle ich fest. Aber ich mag diesen Formfaktor einfach. Es ist toll, ein Gerät in dieser Größe in der Tasche zu haben. Aber jetzt werden wir das Gerät in Ruhe einrichten und dann komme ich in einigen Tagen mit dem Testvideo dazu zurück. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Markus.